Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video werde ich mal wieder Amerika mit Deutschland vergleichen. Und ich habe mir auch extra diese Schildchen gebastelt, damit alles ein bisschen bunter in diesem Video ist. Und habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit ich exakt weiß, worüber ich rede und das Video auch nicht zu lang wird. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Los geht's! Ich sitze hier außerdem gerade draußen und dieses Zirpen, was ihr hier hört, sind keine Heuschrecken oder Grashüpfer, sondern Cicadas. Die habe ich auch nicht in Deutschland gesehen, habe ich jetzt eigentlich auch nicht auf meiner Liste stehen, aber kann ich natürlich jetzt auch in diesem Video anbringen. Und ich werde euch hier mal ein Bild von denen einblenden. Ja, die gibt es hier jeden Sommer. Dann fange ich mal mit Sachen an, die mir in Deutschland aufgefallen sind. Ich war jetzt in den Sommerferien in Deutschland im Urlaub für ungefähr 2 Wochen. Und ja, ich war in Deutschland mit meiner Mama und meiner Schwester shoppen. Und uns beiden ist aufgefallen, dass die Preise in Deutschland viel günstiger sind als hier in Amerika. Und hier in Amerika sind diese Preise nun schon teurer und trotzdem muss man noch Tax obendrauf zahlen. Bedeutet, wenn du in den Supermarkt gehst und zum Beispiel eine Schokolade kaufst für 1,50, dann zahlst du an der Kasse 1,70, weil da halt noch Tax draufkommen. In Deutschland weiß ich, dass auch bei den Produkten schon Tax mit enthalten ist. Du siehst also den Preis und zahlst exakt den Preis, aber Tax sind da schon mit enthalten. Und trotzdem ist es günstiger. Und das ist mir halt aufgefallen. Dann der zweite Punkt, dass in Deutschland engere Straßen sind. Ich bin zum ersten Mal diesen Sommer in Deutschland gefahren. Jetzt bin ich nämlich endlich 18, darf also auch in Deutschland fahren. Hatte also das Auto von meiner Mama, nachdem sie mit der Versicherung geklärt hat, dass ich 2 Wochen dort fahren kann. Und die Straßen waren wirklich eng. Und das jetzt nicht nur so, weil es mir so vorkam oder weil das Auto größer war oder irgendwie sowas. Sondern in Amerika sind die Straßen einfach generell breiter, weil hier jeder größere Autos fährt. Und keine Ahnung, vielleicht wollen sie auf Nummer sicher gehen. Dann ist mir auch aufgefallen, dass die Häuser in Deutschland eher aus Stein gebaut sind. Und die Häuser hier aus Holz. Dadurch braucht man auch in Deutschland viel länger, um ein Haus zu bauen, als hier in Amerika. Hier kannst du wirklich, wenn du hier lebst und in der Gegend ein Haus gebaut wird, sehen, wie Tag zu Tag das Haus immer schneller weitergearbeitet ist. Und innerhalb eines Monats ist das Haus fertig. Und das ist, weil halt alles aus Holz gebaut ist. Und wenn ihr so Steine seht, dann ist das meistens wie Tapete, aber die ist ungefähr so dick, die einfach nur aufgeklebt ist. Das sind also nicht mal auch ganze Steine, sondern einfach so ein Zentimeter Schicht. Unter anderem sind auch die Häuser nicht so verputzt wie in Deutschland. Und wenn hier die Kinder mal, das machen hier ganz viele Leute, ich weiß nicht wieso, wenn die Kinder irgendwelche Aggressionen haben und die Wand boxen, dann schlagen sie mal ganz einfach ein Loch in die Wand. Was mir nicht nur diesen Sommer aufgefallen ist, sondern auch letzten Winter, als ich in Deutschland war und auf dem Weihnachtsmarkt war, dass alle Leute oder sehr, sehr viele in Deutschland rauchen. Und das in der Öffentlichkeit. Hier in Amerika, als wir hergezogen sind, dachte ich immer, dass es ein Gesetz war, dass man hier nicht rauchen darf. Aber mein Freund hat mir erklärt, dass es nicht wirklich ein Gesetz ist. Was ich nicht so ganz glaube, aber wer weiß, kann ich doch mal googeln. Aber hier raucht niemand in der Öffentlichkeit, rein niemand. Und immer wenn ich dann nach Deutschland komme für einen Urlaub, dann ist das so richtig krass, weil hier einfach niemand raucht und in Deutschland dann so viele und du riechst es von jedem. Und ich mag es hier lieber. Also, wenn das wirklich ein Gesetz ist, dann ist es ein gutes Gesetz und ich wünsche, das hätten wir auch in Deutschland. Und ja, in Deutschland ist es ja auch so, dass ganz viele Leute rauchen. Und hier hingegen siehst du die Leute nicht rauchen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber natürlich weißt du von einigen Leuten, dass sie rauchen. Aber hier rauchen sie keine Zigaretten, sondern so E-Zigaretten, also mit Vape und sowas. Das würde ich auch als Unterschied sagen. Vielleicht, also wahrscheinlich gibt es in Deutschland auch, aber halt, die Leute rauchen eher Zigaretten. Dann, was mich krass an meine Kindheit erinnert hat, wenn man so über die Autobahn fährt oder an irgendwelchen Landstraßen vorbei, dann stehen da Leute am Straßenrand, die einfach aus dem Auto ausgestiegen sind zum Pinkeln. Sowas habe ich in Amerika noch nie gesehen in den ganzen 3 Jahren, wo wir hier gelebt haben. Und habe ich mir auch sofort notiert, als ich das gesehen habe. Leute, die aus den Autos aussteigen und pinkeln. Dann auch eine Sache. In Deutschland haben die meisten, natürlich nicht alle Leute, Samsung-Handys. Und hier in Amerika haben so gut wie alle iPhones. Also ich habe hier noch nie jemanden kennengelernt mit einem Samsung-Handy. Außer meine eigene Familie, aber wir sind jetzt auch schon zu iPhone umgestiegen. Und vielleicht 2 Leute. Und das in 3 Jahren. Also hier am meisten iPhones und in Deutschland die meisten Samsung. Aber nicht alle. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Deutschen ein viel besseres Verhältnis zu Tieren haben. Egal ob klein oder groß. Vielleicht ist das, weil wir alle mit Tieren aufwachsen. Wahrscheinlich ist das so. Und hier in der Stadt die Leute nicht so wirklich mit Tieren
zusammenkommen. Und ich glaube sogar, dass ich den Leuten hier erzählen könnte, wenn ich das wollen würde, dass braune Kühe Schokomilch geben und schwarz-weiße Kühe normale Milch. Und ich wette, das würden die mir abkaufen. Und auch ein Beispiel, was ich dafür habe, dass die Deutschen tierfreundlicher sind, ist, dass man hier, ich glaube, ab 14, vielleicht ist das auch nicht mal eine Regel mit dem Alter, aber du kannst hier einfach in so eine Tierhandlung gehen und dir ein Tier kaufen. Du musst einfach nur das Geld dafür haben und unterschreiben, dass wenn dir das Tier in den ersten 30 Tagen stirbt, dass du dann sogar ein neues kriegst. Und hier ist so eine Tierhandlung in der Nähe, so ungefähr 5 Minuten von meinem Haus. Und da habe ich schon öfters mal Teenager-Gruppen rauskommen sehen oder auch meine Freunde auf Snapchat gesehen, die sich dann einfach eine Maus kaufen oder einen Fisch kaufen und den nach einem Tag nicht mehr toll finden und den Fisch die Toilette runterspülen, wo er auf jeden Fall stirbt, unter anderem auch, weil das Wasser hier mit Chlor voll ist. Oder die sich eine Maus kaufen und die dann irgendwie aus dem Auto rausfallen lassen mit Absicht oder die irgendwie quälen und sowas. Und deswegen finde ich halt, dass das Verhältnis zu Tieren in Deutschland viel besser ist. Dann, was natürlich meine persönliche Meinung ist und wahrscheinlich nicht die Meinung aller, dass man in Deutschland viel mehr Freiheit hat als hier in Amerika. Immer wenn ich in Deutschland zu Urlaub bin, fühle ich mich einfach freier. Nicht, weil ich auf dem Land lebe, sondern einfach, weil da nicht überall, nicht an jeder Ecke ein Polizeiauto steht. Und die Gesetze so sind, dass du, wenn du jünger bist, schon Alkohol trinken kannst, dass du, wenn du jünger bist, schon rauchen kannst. Aber hier ist einfach so viel Polizei und so viele Gesetze und so viele Dinge, die uns irgendwie beeinträchtigen. Obwohl das Land ja heißt immer Land der Freiheit und Land der vielen Dinge, die man tun kann, viele Dinge, die man erreichen kann. Aber ich persönlich finde, in Deutschland, vielleicht auch in ganz Europa, hat man auf jeden Fall mehr Freiheit. Dafür aber in Amerika mehr Möglichkeiten. Dem stimme ich zu, dass man hier viel mehr Möglichkeiten hat. Und der allerletzte Punkt, den ich hier habe für Deutschland, ist, dass in Deutschland ja recycelt wird. Wir haben ja Mülltonnen für die verschiedensten Sachen und wir haben auch Flaschenautomaten in Supermärkten, dass wenn du deine Plastikflaschen zurückbringst, du Geld wiederkriegst. Die Amerikaner kennen das nicht so wirklich, denn sowas gibt es hier nur in wenigen Staaten. Hier gehen also Plastikflaschen und anderer Plastikmüll einfach in die Mülltonne, kriegst kein Geld dafür und ja. Hier gibt es zwar so 2 oder 3 verschiedene Mülltonnen, aber natürlich kostet Müll extra. Und Amerikaner, auch wenn sie die haben, trennen nicht wirklich in Müll. Und das fällt einem natürlich auch schon krass auf und ist nicht gut für die Umwelt. Wo ich schon beim Thema bin, darüber habe ich auch mal ein Referat gehalten, als ich noch hier zur Schule ging in meiner Englischklasse. Und alle waren super erstaunt, dass es sowas wie diese Wasserflaschen-Recycle-Maschinen gibt. Und wünschten, sie hätten das auch, weil man kriegt ja auch Geld wieder. Also ist irgendwie auch eine tolle Sache. Kommen wir zu dem Land, in dem ich lebe. Hier habe ich mir auch wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch jetzt erzählen werde. Und Punkt Nummer 1 ist, dass sich hier die Leute nicht anschnallen. Die einzige Person, die sich im Auto anschnallt, ist der Fahrer, weil ja sonst das Auto piept und weil man halt ein gutes Vorbild sein muss. Aber Beifahrer und alle Leute, die hinten sitzen, keiner schnallt sich wirklich an. Und am Anfang, als ich hier mit meiner Familie hergezogen bin, haben wir das natürlich auch noch gemacht, meine Schwester und ich. Aber irgendwie nach mehreren Monaten, vielleicht nach einem Jahr, hört das dann auch irgendwie auf. Weil man ja auch mit Freunden im Auto fährt, weil man hier schon mit 15, 16 fahren kann. Und ja, das ist mir auch so richtig bewusst geworden, dass ich mich gar nicht mehr anschnalle, außer wenn ich auf dem Fahrersitz bin, als ich in Deutschland war. Weil in Deutschland schnallen sich alle an, aber hier irgendwie nicht. Und einige Leute gucken dich auch komisch an, wenn du dich anschnallst und hinten sitzt, weil das eher so eine Kindersache ist. Obwohl es trotzdem Gesetz ist, dass man sich anschnallen muss und überall Schilder sind, aber machen sie wirklich nicht. Dann ein anderer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den es nicht in Deutschland gibt oder zumindest meines Wissens her nicht, dass es hier befahrbare Friedhöfe gibt. Du kannst hier also mit dem Auto auf den Friedhof fahren, durch die ganzen, da sind so Straßen zwischen den Gräbern, fährst da einfach lang, musst also nicht mal zum Grab eines Geliebten laufen, sondern fährst da einfach hin. Und um euch das zu zeigen, damit ihr es auch ein bisschen besser vor Auge habt, habe ich jetzt ein Video für euch und das werde ich hier mal einblenden. We'll be right back.
Dann eine Sache, die mir über meine Schuljahre hier aufgefallen ist, dass die meisten Kinder im Schlafanzug oder Jogginghose einfach sowas zur Schule kommen. In Deutschland sind immer alle hübsch und mit Schminke und Jeans oder halt irgendwie ansehnlich. Und hier kommen die einfach im Schlafanzug zur Schule und kehren sich nicht wirklich, wie man aussieht. Das habe ich vielleicht auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Und die ganzen Europäer, die man hier so kennenlernt, weil sie halt nach Amerika gezogen sind, die kannst du so richtig sehen in der Menge, weil sie halt besser angezogen sind. Genauso wie sie sich zu Hause anziehen würden. Dann noch eine Sache, die mir in Deutschland aufgefallen ist, diesen Sommer, weil es so richtig warm war, als ich dort war, ist, dass hier in Amerika in jedem Haus Airconditioner sind. Und das sind diese Maschinen, die die Räume kalt halten. Und in Deutschland gab es das nicht. Und ich hatte eine wirklich harte Zeit, jeden Abend, jede Nacht einzuschlafen, weil es einfach so warm war in meinem Zimmer. Und da hat nicht mal, es hat nicht mal geholfen, das Fenster zu öffnen. Und da habe ich wirklich die Airconditioner vermisst, zu denen ich jetzt schon so used bin, weil ich sie halt auch in meinem Zimmer habe und in jedem Raum hier. Natürlich kosten sie sehr viel Strom, aber man ist trotzdem glücklich, sie zu haben. Dann eher eine kulturelle Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass Amerikaner, wenn sie gehen, ihren Mund offen haben. Und die nehmen nicht die Hand vom Mund, die sagen nicht Entschuldigung, gar nichts. Und am Anfang ist genau wie mit dem Anschnallen, hat meine Familie es auch immer noch so gemacht, weil wir einfach so groß geworden sind. So haben wir es in Deutschland kennengelernt. Und in Deutschland wird ja auch immer gesagt, ich kann dir bis in den Magen gucken oder irgend so ein Spruch, wenn man ohne Hand vom Mund geht. Und hier macht das niemand. Und deswegen nach einem Jahr oder so haben wir einfach auch aufgehört und keine Ahnung. Wenn man halt so andere Leute sieht, die es nicht tun, dann macht man es irgendwie auch nicht selbst. Natürlich denkt man manchmal dran oder wenn ich hier mich mit Deutschen treffe, es gibt hier eine deutsche Familie, für die ich babysitte, die sind gratis hergezogen vor 8 Wochen, super süß und für die Kinder babysitte ich jetzt und natürlich, wenn ich dort gehe, dann mache ich meine Hand vom Mund, weil sie ja Deutsche sind. Aber wenn du jetzt so mit Amerikanern unterwegs bist, eher nicht. Und auch als ich jetzt in Deutschland war, ist mir das aufgefallen, weil in Deutschland macht man ja wieder die Hand vom Mund und natürlich fällt einem das dann auf, wenn man das dann nicht macht. Und dann der letzte Punkt, den ich hier habe, ist, dass hier Wasser kostenlos ist. In Deutschland war ich mit meinen Freunden bowlen und anschließend sind wir zu einem Restaurant gegangen, um was zu essen, was zu trinken und Wasser hat dort gekostet und das hat mich total geschockt. Natürlich hätte ich das wissen müssen, weil ich dort 15 Jahre gelebt habe, aber hier in Amerika ist das Wasser kostenlos, wenn du ins Restaurant gehst. Genauso ist es kostenlos einfach so auf der Straße. Hier gibt es überall diese Wasserspender, die ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt habe, aber nochmal gerne einblenden kann. Und zu denen kannst du einfach hingehen, Wasser trinken oder deine Wasserflasche auffüllen. Und die sind sogar gefiltert, diese Maschinen. Die schmecken also nicht nach Chlor. Und in Restaurants kriegst du einfach Wasser kostenlos, was ich eigentlich eine gute Sache finde und finde, das könnte Deutschland auch noch ändern. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen oder irgendwelche Videoideen, dann werde ich das auf jeden Fall für euch machen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Video.